Ich habe etwas Neues. Ich habe jetzt was Neues gekauft. Ich konnte nicht widerstehen. Connor hat immer so tolle große Streuwagen. Ich habe mir auch einen neuen Streuwagen gekauft. Einen großen Streuwagen, obwohl ich noch einen kleinen Streuwagen habe. Ich dachte, ein bisschen schneller, ein bisschen breiter gestreut. Warum kaufst du nicht einen großen Streuwagen aus Edelstahl? Ja, schaut selbst. Das hier ist mein alter Streuwagen. Der gute alte Chemostreuer. Der hat so ein paar Probleme. Was ich am allerblödesten finde, ist, dass man keinen Anschlag hat. Also wenn man eine bestimmte, immer wiederholbare, gleiche Menge streuen will, braucht man für die Dosierung dieser Öffnung hier einen Anschlag. Und hier muss man immer so frei schätzen, wie viel öffne ich. So eine kleine Skala drauf, das taucht nichts. Ich brauche einen Anschlag. Dass man zumachen und aufmachen kann, gleiche Streumenge, muss perfekt passen. Dann hat er das Problem, dass er ziemlich angegammelt schon ist. Also hier die Achse schon ziemlich verrostet, teilweise blockiert auch das Rad. Das hat man schon ausgeschlagen. Ich habe gelesen, mein neuer Streuwagen, auch zum Zusammenbauen, soll man über eine Stunde brauchen, um dieses Ding zusammenzuschrauben. Da ist die Kiste. Ja, schauen wir mal rein. So. Schauen wir mal. Fette Räder. Gleich zu meinem anderen. Das ist ein Unterschied. Ach ja, was bei meinem Dünger auch echt ein Problem war, war die Abstützung des hinteren Fußes. Also das ist ja so ein Dreieck, so eine Dreieckabstützung. Das war ziemlich wackelig. Mir ist nicht nur einmal mein Düngerwagen umgefallen. Und das ist dann richtig ätzend. Da ist nämlich der Rasen weg. So, und der hat hier zwei Füße. Da, zwei Füße. Dema Edelstahl Streuhandwagen SW55 XMK. Ja, kann man überall kriegen. Haben wir selbst gekauft. Gut. Und eine schöne große Kiste. Ja, das ist hier cool. Jetzt fängt es hier an zu regnen. Nein! Nicht besonders toll verpackt. Weg. Oh, jetzt machen wir es in der Werkstatt, weil es draußen immer wieder regnet. Okay, also ganz wichtig ist es, erstmal hier dieses stabile Dreieck hier zu bilden aus der Verbindungsschraube mit diesem Blech. Und wenn man das erstmal hat, dann hat man schon mal einen relativ steifen Verband. Seht ihr das? Gut.
Ja, liebe Rasenfreaks, ein Edelstahl Streuwagen zum selber bauen ist eine echte Herausforderung. Ihr habt es gesehen, ich bin immer noch nicht fertig. Die negativen Kommentare bei Amazon haben gestimmt. Es ist wirklich ein Drama, dieses Ding zusammenzubauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er streut. Gleich geht's los. Das ist echt das, genau das hier mit diesem Flügelrad, dass du genau den Anschlag einstellen kannst. Bam! Das finde ich richtig klasse. Nur deswegen habe ich das Ding gekauft. Nein. So, ich bin aber nicht ganz fertig. Oh, das ist ja echt Tortur. So. Das ist ein ordentliches Teil. Mann, oh Mann, das ist echt ein fettes Ding. Schaut euch das Teil mal an. Ich werde jetzt meine ersten Testrunden hier fahren. Und dann gibt es bald das nächste Video vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Zwei schöne Sachen hat dieser neue Streuwagen noch. Das eine ist so eine durchsichtige Abdeckung gegen den Regen. Das zweite ist sehr cool. Er hat so ein Sieb, damit der Dünger auch schön klein granular durchfällt. Das ist mein Rasenkalk. Mir einfach was vom Raiffeisenmarkt genommen. Den soll man ausstreuen mit 20 Kilo pro 200 Quadratmeter. Ich muss jetzt 80 Kilo herausstreuen. Und jetzt kommt die Premiere. Jetzt werde ich diesen Streuwagen das erste Mal benutzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich ihn einstellen soll. Mal schauen. Boah, ist der feinkörnig. Oh. Nicht einatmen. Der Wagen kann bis zu 55 Kilo streuen. Das ist natürlich eine coole Sache. So. Anschlag. Und jetzt geht's. Mit Maske laufen ist furchtbar, aber Schutz ist wichtig. Was auch in der Dosierung, jetzt war doch noch ein bisschen viel, muss ein bisschen kleiner dosieren und dann passt das schon.